Annika Hocke, mache Eiskunstlauf und bin Nachwuchssportlerin des Monats März. Eiskunstlauf, das ist die große Leidenschaft von Annika Hocke. Seit ihrem 4. Lebensjahr steht sie auf dem Eis. Ich denke, das Besondere ist dieses Gleiten übers Eis. Das hat, denke ich, keine andere Sportart. Und auch dieses Künstlerische, ja. Also das ist, denke ich, das, was mir am besten gefällt. Pirouetten, Tanz und Sprünge. Beim Eiskunstlauf kommt es auf Ausdruck an, aber auch auf Athletik. Annika Hocke bringt beides mit. Das bestätigt auch ihre Trainerin Manuela Machon. Also Annika ist sehr zielstrebig. Sie kommt jeden Tag eigentlich motiviert und sehr engagiert zum Training. Das sind auch ihre Stärken. Sie ist ständig eigentlich mit Freude dabei. Und das muss man auch sagen, das ist eigentlich auch ihre Stärke, weil wir sind eine sehr ausdrucksstarke Sportart. Und das kommt bei ihr sehr zum Tragen. Ihre Stärken hat Annika Hocke schon oft ausgespielt. Sie ist deutsche Vizemeisterin der Junioren und hat an den Youth Olympic Games in Lillehammer teilgenommen. Tolle Erfolge in jungen Jahren. Klar, die machen schon viel für mich aus, vor allen Dingen, dass ich dann bei den Youth Olympics starten durfte. Das war wirklich ein großer Schritt für mich. Aber ich denke, es ist jetzt noch nicht sozusagen das Ende der Fahnenstange. Dafür hat Annika Hocke noch zu viel vor. Täglich trainiert sie 4 Stunden, um sich immer weiter zu verbessern und ihre Ziele zu erreichen. Ich möchte auf jeden Fall zu den großen Olympischen Spielen und international gut mithalten können bei den Besten, ja. Das dafür nötige Talent ist definitiv vorhanden. Das wissen wir. Alles Weitere in der Schnellfragerunde. Axel? Tierärztin? Essen? Pizza, Eis, Schokolade, Nudeln? Ich kann überhaupt nicht singen, obwohl ich es gerne würde. Ich habe Angst vor Rochen. 2018. Annika Hocke, ein großes Talent in vielerlei Hinsicht. Nur die Nationalhymne singen, das sollte sie vielleicht noch ein bisschen üben, wenn es denn mit Olympia klappen soll. Wählt jetzt euren Nachwuchssportler des Monats April und bis zum 31. März habt ihr noch Zeit abzustimmen.